wie schnell hätte es auch in Burg vorbei sein können, damals 2009, wie vorher schon in Wolfen, in Sangerhausen oder in anderen Städten Sachsen-Anhalts, in denen sich der Betrieb eines Kinos schon lange nicht mehr lohnt. Das Burgtheater, aber im Burg-Jerichower Land gibt es immer noch und es ist so schön wie früher. Ein Verein hat sich auf seine Fahnen geschrieben, das Kino zu retten, immerhin das älteste Lichtspieltheater Deutschlands. Inzwischen hat der Verein mit Namen Weitblick fast 70 Mitglieder, 30 von ihnen schieben regelmäßig Schichten im Kino. Sie wechseln sich beim Kassieren, Filmvorführung und im Barbetrieb ab. Die Leute vom Weitblickverein scheinen in Burg einen Nerv getroffen zu haben. Bei Menschen, die nicht nur Hollywood Mainstream sehen wollen, sondern auch mal Arthouse, die dafür aber nicht ins 30 Kilometer entfernte Magdeburg fahren wollen. Und bei Älteren, die Multiplex mit riesigen Sälen voller Jugendlicher eher abschrecken. Wir sind hier im Foyer des ältesten Kinos in Deutschlands. Das Kino wurde 2010 vom Weitblick e.V. gerettet und die Modernisierungsmaßnahmen 2012 sind jetzt so weit in Gange, dass wir die Bar letzte Woche wieder in Betrieb nehmen können und seit dieser Woche gibt es wieder Popcorn. Das Dach konnte erfolgreich fertiggestellt werden mit einer Aufdachdämmung. Die Restbauarbeiten laufen jetzt parallel weiter zum Betrieb, aber der Kinobesucher ist nicht weiter gestört. Der Kinobetrieb wird ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern betrieben, die neben ihrer beruflichen Tätigkeit in ihrer Freizeit an 2 bis 3 Filmvorführungen in der Woche den Filmbetrieb und den Barbetrieb gewährleisten. Durch das sehr abwechslungsreiche Filmprogramm, was wir versuchen zu gewährleisten, steigern sich die Zuschauerzahlen in der letzten Zeit ständig, was uns sehr erfreut. Am liebsten spielen die Burger aber Filmklassiker, denn die passen so schön zu ihrem alten Kino, sagen sie